Auf dem Channel und heute ist es soweit. Heute kommt mein RS7R dran, Leute. Na, ist natürlich etwas, worauf ich mich persönlich sehr, sehr freue, denn das Auto habe ich schon 30.000 Kilometer lang gefahren. Wir haben schon alles damit gemacht, vom Drift bis hin zu Vollgasautobahn. 320. aber noch kein Drag Race. Und damit das natürlich klappt, brauchen wir einen ordentlichen Gegner und den haben wir auf jeden Fall. Deswegen zeigen wir euch jetzt die zwei Fahrzeuge, die heute gegeneinander antreten. Also wie ihr sehen könnt, ein E63S ist der Gegner, aber leider kein normaler, sondern der vom Gear Collector, der heute wieder mit am Start ist. Was geht? Alles fit? Alles fit. Bei dir? Auch alles gut soweit, auch wenn ich ein bisschen Angst habe vor dem Duell heute. Jetzt hast du ein bisschen Angst, ja. Das glaube ich, könnte aber interessant werden. Ja, weil deiner ist ja nicht Serie. Also ich glaube, Serie ist ja schon die zwei gegeneinander auf jeden Fall auf der Seite stärker. Was hast denn du hier gemacht an dem Auto? Ja, es ist ein bisschen umgebaut. Wir haben ein paar andere Turbolader. Statt 612 PS jetzt 840 PS. Über 1000 Newtonmeter, 1100 Newtonmeter. Und er ist auch ein bisschen leichter als ein RS6, RS7. Okay, tschüss, das war's. Oh Gott, ja. Aber, du hast nämlich einen Vorteil, weil ich habe nämlich noch Winterreifen drauf. Wir haben knappe 20 Grad. Ich finde es nett von dir, dass du auch ein bisschen Handicap mitgebracht hast. Ja, eben, muss ich ja. Weil sonst wäre das, glaube ich, eine zähe Nummer, ne, Leute. RS7R hat auch Umbau, hat auch Turboladersteuergerät. 740 PS, 920 Newtonmeter, also das ist natürlich weniger und 2140 Kilogramm wiegt das Ding. Also 1900. Ja, das spricht eigentlich alles für dich. Ich sag mal so, Fahrer ist natürlich auch noch wichtig. Eben, deswegen. Ja, ne? Vielleicht machst du den Frühstart wie beim letzten Mal. Ja, genau, es könnte sein. Das ist die Nervosität, ne? Ja, aber ich bin gespannt, ne? Also wer weiß, vielleicht machen die Reifen was aus. Ich habe Sommerreifen drauf, das kann schon mal helfen. Allerdings natürlich auch riesen 22 Zoll Oschis, muss man auch sagen. Schauen wir einfach, oder? Genau. Lassen wir uns mal überraschen. Fangen wir an, oder? Ja, geht so viel Erfolg, wünsche ich dir auf jeden Fall. Also, ne? Bis gleich. Alles Gute. So Leute, herzlich willkommen an Bord des RS7R. Ne? Ist natürlich ein Auto, das ich in- und auswendig nicht kenne. Das ist schon mal gut, aber ob es jetzt viel bringt, wenn es da gerade ausgeht, weiß ich nicht. Ne? Was kann man dazu sagen? Ich sage eins, man sitzt sehr gut. Es ist ein schönes Auto. Ich nutze es ja quasi auch im Alltag und habe wirklich schon sehr viel drauf gefahren. Ist einfach eine geile Kiste. Ist natürlich jetzt kein Drag Race Monster, aber der hat ordentlich Bums. Also ich glaube, da muss man sich jetzt nicht verstecken, auch wenn natürlich wirklich alles gegen mich spricht, was die Fakten angeht. Ist halt so. Aber werden wir auf jeden Fall das Beste draus machen. Wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt? Nee, ich bin tiefenentspannt. Und du? Ja, in den Autos ist auch ein entspannter wie beim letzten Mal, ne? Muss man sagen. Du bist Startler? Ja, soll ich den Motor mal starten? Ach so, hast du gar nicht an. Ja, warte, dann mache ich noch kurz einen Soundcheck und dann startest du. Kleinen Moment. So, wir wissen, Audi dreht einfach kein bisschen hoch. 3,5 ist einfach Ende. Dann starten wir doch mal. Ist das in Ordnung so? Ist gut. Für den Flex war es super. Dann würde ich sagen, machen wir uns startklar, oder? Ich bin ready, ja. Okay, wichtig beim Audi, die Launch spät machen. Haben wir letztes Mal schon gelernt. So, schauen wir, ob wir das hinkriegen. Ampel geht an, dritte Ampel rot. Los geht's! Boah, guter Start! Guter Start! Oh ja! Da. Oh Gott, jetzt sieht er weg. Scheiße! Jetzt ziehen wir vorwärts! Jetzt ziehen wir vorwärts! Für diesen riesen Unterschied? Und durch! Jetzt muss
mal lassen, der Start war richtig gut. 3,160 auf 100 und aufgrund dessen, dass hier der Belag, also die Traktion nicht so super geil ist, war das im GT2S echt nicht schneller, ne? 800 Meter, 17,1 Sekunden. Also das ist eine gute Zeit, würde ich sagen. Ey. Ja, herzlichen Glückwunsch zum allerersten Sieg. Wie war's? Danke, danke. Ja, war eigentlich nicht schlecht. 0 auf 100, 2,8 Sekunden. Und dann hat er mir irgendwie ein bisschen die Leistung weggenommen. Aber ich glaube, es hat trotzdem gerade so gereicht. Wir können aber gerne nochmal einen zweiten Run machen, wenn du willst. Ja, auf jeden Fall. Machen wir nochmal einen. Checken wir nochmal. Was war die 800 Meter Zeit? 16,4. Und bei dir? 17,1. Ja, aber schon ordentlich. Hast schon sehr, sehr gut mitgehalten. Das muss man echt sagen. Ich war auch positiv überrascht. Also der Abstand war nicht größer wie vom GT2RS zum Lambo teilweise. Ne? Also es war echt okay. Gut gemacht, ey. Also ganz ehrlich, Leute, dass ich verliere, okay, wussten wir vorher, aber das war echt ordentlich, ne? Und 3,1 auf 0 auf 100 ist eine echt gute Zeit für dieses Auto. Und dem her, I'm happy. Ja, bin ready. Ampel geht an. Und wieder. Was ist los, Junge? Eingeschlafen? Nee, ich bin nicht eingeschlafen, aber weiß auch nicht. Ich bin zu lange auf der Bremse irgendwie gewesen und die Launch Control ging nicht. So, jetzt los geht's. Los geht's. Oh, wieder besserer Start. Oh, und ab zu 130, ey, da kommt der und dreht komplett ab, ne? Oh. Jetzt ziehen wir weg. Jetzt kommt die Power. Jetzt kommt die Power und stopp. Da merkt man halt, der schiebt der oben rum dann noch mal mehr an. Aber man muss echt sagen, der Daniel hält echt gut mit. Das war nix. Keine Verbesserung bei mir. Und wie war der Run? Ja, ein bisschen langsamer jetzt. 16,5. Und 0 auf 100 war ja auch ein bisschen langsamer. Also der erste Lauf war tatsächlich sogar besser. Ja, bei mir genau das gleiche Phänomen. Ich glaube, dass bei den Autos, sobald die ein bisschen heiß werden auch, da ist dann, wird es schon schwieriger, ne? Ja, definitiv. Also ist echt ein Phänomen, das man beobachten kann, wenn man mehrere Läufe hintereinander macht. Das war ja mein dritter Launch schon. Ja, Ladeluft-Temperatur, alles geht nach oben. Ein bisschen Leistung fehlt einfach, ne? Sehen wir bei beiden Autos das gleiche. Also insgesamt, jetzt war 800 Meter 17,3, also ist nicht sehr viel, aber 2 Zehntel langsamer, eher glaube ich sogar 3 Zehntel langsamer. Na, also so wieder 7, 8 Zehntel war ich langsamer, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin trotzdem voll zufrieden. Also ich hätte gedacht, dass das viel übler aussieht. Ich finde, das ist trotzdem eine sehr, sehr schöne Zeit und vor allem gerade aus dem Stand weg, ich das Gefühl, ist er, ich weiß nicht, ob es Reaktionszeit ist, aber da dauert es schon ein bisschen und dann so ab 100, klar, ne, Leistung, Gewicht, die schieben dann einfach durch. Da, was willst du machen, ne? Aber trotzdem, sehr, sehr stabile Zeit, Leute. Somit erster Run, der bessere 17,1 ist also die Zeit. Da fahren wir gleich los, oder? Okay, 3, 2, 1, go! Oh. Scheiße! Ich glaube, er war ein bisschen früher, aber... Ja. Da muss ich mich heute wohl mit abfinden. Es ist schon ein bisschen gestört auch, dass man einfach in einem 740 PS Auto sitzt und verliert. Ne? Aber gut, was willst du machen? Ja, Leute, das war der Ausgleich für dich, ne? 1-1 würde ich sagen, 1-1, oder? 1-1, völlig zu Recht. Nicht ganz unerwartet, aber das Ding geht schon wie die Hölle, oder? Ja, schiebt schon echt ordentlich vorwärts. Aber ich muss sagen, du hast schon wirklich gut mitgehalten. Es war gar nicht so schlecht, ne? Also es war gar nicht so schlecht. Ja. Für das, dass du ja 100 PS weniger hast, 200 Kilo nochmal mehr, ist das schon echt ordentlich gewesen, wie du da mitgehalten hast. Ja, ich finde auch von beiden Autos die Zeiten tatsächlich sehr gut. Ne? Muss man bedenken, deine Zeit, deine komplette 800 Meter Zeit war nur 2 Zehntel langsamer als die vom GT2S. Ja.
Das ist halt schon, das ist halt schon echt ordentlich. Das ist schon crazy, ne? Also, weißt du noch auswendig, was du mit dem Lambo gefahren bist? Nee, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, dass ich mit dem hier sogar schneller gewesen bin. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, mit dem SVJ bin ich 2 Zehntel langsamer sogar gewesen, als jetzt hier mit dem E63. Ja, und dann ist der auch gar nicht mehr so weit weg. Ne? Nee, also, nee. Es sind schon Regionen, das ist schon echt crazy. Das ist schon echt verrückt, ja. Ne? Also Leute, wir blenden euch mal die Bestliste ein, damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt. So sieht's also jetzt gerade aus und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Danke dir. Was gibt's denn als nächstes? Was dann würde ich mal sagen, fragen wir doch mal deine Community. Ja, die kennen ja deine Garage. Was die da so vorschlagen würden, ne? Ja. Also ich weiß ja nicht, vielleicht so mit dem Fiat 500 gegen Isetta wäre doch mal eigentlich ein witziges Track Race, oder nicht? Okay. Ich hab's nicht verstanden. Ja, nee, macht nichts. Ich hör zu wenig. Ja, alles deswegen. Gut. Ich hab gesagt BMW M3 gegen, genau. Okay. Alles klar. Leute, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.